Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren PP Gaming angezockt. Heute The Blue Coats North and South. Ein altes Spiel gab es damals für den Amiga, das müsste gute 30 Jahre her sein, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, wo das Ganze damals rauskam, für den Amiga 500 unter anderem. Damals hat das mein Bruder gespielt, ich habe da immer ein bisschen zugeguckt, war tatsächlich damals ein ganz cooles Game, muss man sagen. Und ich bin mal sehr gespannt, dass es jetzt eine Neuauflage, die es erst ganz neu tatsächlich gab oder gibt, seit 2020 dementsprechend. Und ja, wir können jetzt mal den Kampagnenmodus ein bisschen ausprobieren. Werden wir auch tun. Ist ein kleines angezockt. Gucken wir mal, wie viele Folgen wir machen. Vielleicht 2, 3, vielleicht auch 5, je nachdem, wie lang das Ganze Sinn macht. Wir werden eine Kampagne spielen, Einzelspieler und schauen uns das Game einfach mal an, würde ich sagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich spielt. Mein Wissen darüber, also ich weiß prinzipiell, wie es funktioniert. Allerdings, Steuerung und so weiter, müssen wir uns erstmal ein bisschen reinfuchsen auf jeden Fall. Und das Game selber auch. Ich habe mal schon getestet, Mittel ist tatsächlich, wurde überrannt. Wir spielen mal auf einfach, weil wir Gefechte anlassen, Angriffe anlassen, Verstärkung anlassen und Sturm anlassen. Man könnte auch auf Mittel spielen und das Ganze ausstellen, danach wird es wieder ansatzweise, ja, ohne Probleme machbar. Aber wir lassen das alles soweit an, spielen dafür einfach auf einfach. Zu Demonstrationszwecken wird es, glaube ich, reichen. So, dann gehen wir auf Spielen. Wir spielen auch hier Spieler 1. Können wir uns umbenennen? Nee, können wir nicht. Umbenennen geht anscheinend nicht. So, der Norden gegen den Süden dann dementsprechend. So, wir können... Oh, cool. Es gibt verschiedenste... 61, 62, 63, 64. Also insgesamt 4 Kampagnen, die man dann wahrscheinlich spielen kann. Im April 1861 ruft der Süden Feindlichkeiten hervor. Indem er die Festung Sumter in seine Gewalt bringt. Langsam bilden sich Armeen. Die Chance zu siegen sind für beide Seiten gleich. Alles ist möglich. Gut, das spielen wir jetzt dann erstmal. Spielen. Gibt ein Tutorial am Anfang. Ist auch sehr wichtig, weil es tatsächlich ein bisschen, was heißt komplexer ist. Wenn man beispielsweise Risiko kennt, das spielt sich ungefähr genauso. Also tatsächlich im Grunde genauso. Willkommen auf, auf der Strategiekarte, General. Benötigst du eine Anleitung? Ich höre dazu, Sergeant. Jeder Soldat auf der Karte steht für eine Armee. Unsere befindet sich auf den Staaten in Blau. Wenn wir dran sind, können wir jede unserer Armeen in eine benachbarten Staat ziehen. Okay. Das ist die feindliche Armee. Sie befindet sich auf den Staaten in Rot. Wenn wir eine unserer Armeen dorthin setzen, beginnt ein Gefecht. Das Gefecht ist tatsächlich ein bisschen schnell tatsächlich. Aber wir werden sehen. Unser oberstes Ziel ist es, alle feindlichen Armeen zu zerstören. Forts sind sehr wichtig. Wir müssen so viele wie möglich von ihnen kontrollieren. Also die Dinger hier. Wenn wir 2 Forts kontrollieren, die eine Eisenbahnlinie begrenzen, haben wir die Linie unter Kontrolle. Jede Eisenbahnlinie, die wir kontrollieren, bringt uns zu Beginn unserer Runde Gold. Dieses Gold wird für uns sehr nützlich sein, um neue Armeen zu kaufen. Geht mal wieder nur ums Geld, wie immer. Du bist dran, General. Lass den Quatsch. So, wir haben 2 Armeen, der Feind hat hier unten 2 Armeen. So. Gut, das hatten wir gerade schon. Du bist an der Reihe. So, die Karte ist tatsächlich komplett anders da, wie es damals war. Ich bin am Überlegen, vielleicht machen wir es tatsächlich so. Ich kann mal das alte rauskramen und über einen Emulator da auch mal eine Folge aufnehmen. Oh, das machen wir mal tatsächlich. Das mache ich im Anschluss. Ich kram das mal im alten raus und dann werden wir ganz am Ende von diesem PP-Game angezockt und uns mal das alte im Vergleich ansehen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Nummer. So, wir können mit einer Maus hin und her. Also das hier ist letztendlich die Karte. Hier unten ist der Feind. Klar, Wasser ist da. Hier sind die Eisenbahnlinien. Das ist hier die Fort. Dann haben wir hier noch Indianer. Hier haben wir Mexikaner, die sich in den Kampf einmischen werden. Ob zu unseren Gunsten oder nicht, wird sich dann zeigen. Je nachdem, wahrscheinlich eher nicht, weil die Gebiete hier wie zuerst kontrollieren. So, wir haben jetzt hier eine Armee mit 6, na, mit 6 mal normalen Schützen, 3 Pferden und einer Kanone. Hier oben genauso. Man kann dann Armeen auch verbinden. So, ich würde jetzt sagen, tatsächlich, wir nehmen erstmal hier ein. Gleich mal das voreinnehmen. So, dann sind wir nochmal an der Reihe. Würde ich auch gleich hier das voreinnehmen, weil dann können wir schon mal das erste. Dann kriegen wir schon mal die erste Kohle. Weil die sind noch in der Eisenbahnstrecke verbunden. Das Land dazwischen gehört uns zwar noch nicht, aber die sind verbunden immerhin. So, Ende der Runde. In jeder Runde bewegt sich der Sturm von einem Staat in einen anderen. Armeen, die sich in einem Staat befinden, wo der Sturm tobt, können sich nicht bewegen. Okay. Gegner ist an der Reihe. Gut, der nimmt logischerweise auch ein. Ja, hat auch sein erstes Fort verbunden. So, Gewitterwolke zieht weiter. Die Seite, die die meisten Staaten auf der Karte kontrolliert, erhält regelmäßig Gold.
cool. Schön animiert auf jeden Fall. Das gab's halt früher nicht so. Okay, wir haben 4. Können wir schon eine Armee kaufen? Du bist an der Reihe. Achtung, General. Die Indianer haben das Kriegsbeil ausgegraben. Sie greifen möglicherweise die Armee in der Nähe ihres Jagdgebiets an und zerstören sie. Mexikaner können auch Armeen in Texas angreifen. Wir sollen diese Staaten so gut wie möglich vermeiden oder uns Schutz kaufen. Den Hafen in North Carolina erhält regelmäßig kostenlose Verstärkungen. Versuchen wir, diese Staat zu kontrollieren. Das kann ein echter Vorteil sein. Oh, okay. Ein letzter Ratschlag. Wenn wir eine Armee in einen Staat verlegen, der bereits von einer unserer Armeen besetzt ist, werden sie sich zu einer einzigen mächtigen Armee zusammenschließen. Zeigen dann die Kanonenkugeln an. Wir können bis zu 3 Armeen zusammenlegen. Die Anzahl der Kanonenkugeln über dem Soldaten gibt die Schlagkraft an. Habe ich gerade erklärt, mein Freund. So, okay. Jetzt sind wir wieder an der Reihe. Tatsächlich wäre dann hier unten sinnvoll, das Ding einzunehmen. Wir können jetzt allerdings mit Laden... Wir haben 4 Gold. Also über den Laden kann man sich rekrutieren, Wetterschutz kaufen oder Schutz der Kavallerie. Bedeutet, dass die Mexikaner oder die Indianer uns hier angreifen können. Ich würde tatsächlich rekrutieren... Sie haben eine Einheit gekauft, platzieren Sie sie jetzt auf einen Ihrer freien Territorien ohne eine bereits vorhandene Einheit. Ja, ist da hinten oder da. Also wäre dann da die Konsequenz. Gut, jetzt haben wir nur noch 1 Gold, haben aber einen neuen Soldaten, den wir auch, den wir auch gleich moven könnten. Wir könnten hier zusammenlegen, also den hier hinlegen. Wir gehen aber erstmal definitiv nach hier unten. Dann ist die Frage, wie legen wir die Armee zusammen? Also da jetzt reinziehen, weiß ich nicht, wie sinnvoll das jetzt wäre. Das hier können wir eigentlich nehmen. Ja, wir können zusammenziehen und dann hier lang. Und dann unten angreifen. Ziehen wir zusammen? Komm, wir ziehen nicht zusammen. Wir nehmen Gebiete ein. Ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht, werden wir am Ende sehen. Okay, dann nehmen wir das Ding hier ein. So, da jetzt hier keiner ist, sollten die Indianer nicht mehr angreifen, denke ich mal. So, wir haben insgesamt 7 Gebiete und hier haben sie 4 Gebiete. So, wir haben alle gezogen. Genau, wird dementsprechend markiert. So, er wird jetzt wahrscheinlich gleich den Leuchtturm einnehmen und kriegt dann leider Verstärkung. Okay, unsere Armee kann es jetzt nicht bewegen, weil die Gewitterwolke kurz drüber ist. Ungünstig. So, er kriegt auch Kohle. Sollten auch 2 sein wahrscheinlich. Jo, seine ersten 2. Damit kann er zumindest keine Armee kaufen. Gegner ist an der Reihe. Ah, spielt auf Konfrontation, glaube ich, der Gute. Ja, und er hatte jetzt leider den Hafen. Das heißt, er kriegt jetzt dann Einheiten. Ach, guck mal, die gibt aber zu wenig weiter. Verstärkung ist in Anmarsch, genau. Jetzt wird seine Armee leider verstärkt schon. Unsere nicht. Oh. So, wir kriegen jetzt aber, da wir 2 Vorräte haben, kriegen wir mehr Kohle. Sollten wir zumindest. Genau, 3. Haben wir wieder 4. So, General, wir haben genug Gold, um eine neue Armee zu kaufen. Drücke es, um den Laden zu öffnen und alles auszugeben. Hatten wir gerade schon. Es wäre bedauerlich, den Krieg zu verlieren, ohne das gesamte verfügbare Gold investiert zu haben. Wenn du die Armee gekauft hast, setze sie auf einen Staat, den wir kontrollieren. Behalte die Goldreserven aller Seiten im Auge. Sie werden am obersten Bildschirmrand angezeigt. Du bist an der Reihe. Sehr epische Musik übrigens. So, wir können jetzt nochmal einen kaufen. Sie haben eine weitere Einheit gekauft. Genau, platzieren. Ich würde tatsächlich, wenn wir jetzt hier platzieren, können wir hier zusammenbinden. Ich würde gerne das Ding hier unten einnehmen, weil dann die Armee hier immer stärker wird. Das heißt, wenn wir den hier hinsetzen, können wir ihn hier mit der Armee zusammen... Ja. Beide Einheiten kombinieren. So. Ach, wir können... Ah, shit, wir können da nicht moven. Okay. Wenn wir Einheiten kombinieren, können wir sie nicht bewegen. Oh, das ist doof. Ich würde tatsächlich jetzt hier dann einnehmen wollen. Und hier unten machen wir jetzt den ersten Kampf, glaube ich. Bin mal sehr gespannt. Ich habe es schon mal kurz angeguckt. Wird lustig auf jeden Fall. So, der erste Kampf. Angriff. So, Gleichstand von den Waffen her. So, auswählen. WASD und allem drum und dran. So, Angriff. Der Konflikt ist unausweichlich, General. Die Truppen warten auf euren Befehl. In alle Richtungen bewegen. WASD, okay. In eine gerade Linie schießen. In einer geraden Linie schießen. Formation ändern. Okay, Linksklick schießen. Rechts Formation ändern. Vorwärts, also das sind jetzt die
Rittenden Truppen, Schwertangriff mit links, Formation ändern mit rechts. Nachdem sie die gesamte Karte durchquert hat, kehrt die Kavallerie auf deine Seite zurück. Okay. Nach oben oder unten bewegen mit Kanonen. Okay, geht nur nach links oder rechts, also ihr könnt sie nicht nach vorne bewegen. Zum Schießen halten, Kanonen verlassen, zur Kanone zurückkehren. Okay. Gewählte Einheit ändern. Mit A und E. Verstärkung ersetzt automatisch besiegte Bataillone. Okay. Boah, jetzt wird's spannend. Okay, die Kanone ist auch schon weg. Ah, okay. Den kriege ich. Ha, okay, wir haben Verluste liegen, aber wir haben gesiegt. Sie haben die Schlacht gewonnen. Okay. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie ich es machen muss. Es ist echt viel, was man auf einmal drücken muss. Ich muss die Kanonen gleichzeitig steuern, die Pferde gleichzeitig steuern und die anderen eigentlich gleichzeitig steuern. Das ist schwierig, aber wir haben gewonnen. Wir haben Verluste erlitten, aber wir haben gewonnen. So, wir können jetzt nichts mehr bewegen. Wir haben ein Gold und das ist das Ende der Runde. So, jetzt haben wir nur das... Ja, okay, super. So, den werden wir gleich einnehmen. Dann haben wir denen ihre Goldverbindung unterbrochen. Letztendlich so, wie Nebenkrieg. Wer mehr Kohle hat, gewinnt den Kampf. So, jetzt kann er allerdings eine neue Armee kaufen. Das würde er wahrscheinlich auch tun. Richtig. Ja, richtig. War klar. So, er kommt zu uns. Er greift tatsächlich sofort an. Wieso kann er die Armee... Achso, weil das ja nicht verbunden hat, kann er gleich angreifen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bedeutet... So, leben noch welche? Nee. Nein! Ich habe gedacht, wir brauchen länger zum Nachladen. Niederlage. Aber wir haben nochmal ordentlich ausgeteilt. Scheiße. So, jetzt kriegen wir erstmal wieder Kohle. Erst hat er natürlich das Gebiet eingenommen wieder. So, wir haben gewonnen. So, wir kriegen einmal Kohle, weil wir den mehr Staaten kontrollieren im Moment. So, und wir kriegen nochmal dreimal Kohle, weil wir drei Forts halten. So, das heißt, wir haben fünfmal Kohle. General, wir können einen feindlichen Zug angreifen und sein Gold erbeuten. Setz eine Armee auf die Eisenbahnlinie, die zwei von fein kontrollierten Forts verbinden. Dadurch können wir ihren Zug abfangen. Ah, cool. Wo denn? Ach, hier, oder was? Ach, das... Nee, das kontrollieren auch wir. Das Tor. Wir kaufen jetzt erstmal. So... Wir kaufen uns eine Armee. Können uns Schutz kaufen. Brauchen wir aber hoffentlich nicht. Okay, wir können jetzt dementsprechend... Die haben noch 6 und 1, haben aber keine Kanone mehr. Und noch ein Pferd. Haben wir noch 6 Schützen. Wir können auch hier angreifen. Da können wir auch einen nehmen. Wir greifen mal direkt an. Ohne Pferdeverlust, also tatsächlich sind die mit den Gewehren die effektivsten, denke ich mal. Wie du das alles gleichzeitig kontrollieren willst, ist mir allerdings ein sehr großes Rätsel. Okay, damit haben wir das hier eingenommen. Wir ziehen gleich weiter, nehmen das Ding hier ein. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was da hinten halt passiert. Bei der großen Armee. Wir könnten den Rückzug antreten, wir könnten aber auch angreifen. Ich glaube, es ist sinnvoller anzugreifen. Wir greifen an. Komm mal, soll's. So, 12. Okay, wir haben die gleiche Armeestärke.
Okay. Letzten. Ja, durchgepflügt. Sieg. Alter, aber verlustreich. Okay, das war irgendwie früher, war das viel einfacher, also es sah zumindest früher viel einfacher und viel langsamer vor allem auch aus, aber wir haben gewonnen. Er hat jetzt eigentlich keine Armeen mehr. Eigentlich hätten wir gewonnen, oder? Er ist tot. Er hat keine Armee mehr. Ach, er kann wieder kaufen. Oder wie? Er kriegt jetzt wieder Kohle. 3, damit kann er, glaube ich, 3 kosten in der Armee, oder? Waren es 4? Ich glaube, eine Armee kann er jetzt kaufen. Ja, 3 kostet eine Armee. Okay, kannst du dir wieder eine Armee leisten. So, greift an. Okay. Wir sind leider schon ein bisschen angeschlagen, ne? Okay, das war völliger Humbug, was ich da getrieben habe. Okay, das war's schon. Okay, die Formation so zu ändern, dass man hintereinander steht, ist natürlich auch sinnfrei. Okay, das war völliger Humbug, was wir da getrieben haben. So, wir haben aber trotzdem unsere Eisenbahnlinien dementsprechend. Okay, wir werden jetzt wieder angreifen und werden die versuchen, platt zu machen. Das ist echt schwierig, du weißt halt nicht, was du machen sollst. Sollst du mit der Kanone schießen? Die Kanone auf jeden Fall zusammenzuziehen ist irgendwie sinnfrei. Man müsste eigentlich gucken, dass die Kanone, wenn die Kanone verwenden, seine Truppen irgendwie da rauskriegen. Okay, wir kaufen auf jeden Fall erstmal neue Truppen. Zur Verstärkung hierhin. So, haben wir jetzt noch 2 Gold übrig. So, nehmen dann erstmal das Ding hier ein. So, greifen dann hiermit ihn an. Erstmal mit der großen Armee. So, leider hat er nicht wirklich Verluste gerade erlitten. Aufgrund dessen, dass wir uns einfach beschissen angestellt haben. Wir werden die Kanone jetzt verlieren. Okay. Also man kann... Oh Gott. Aber man muss echt reagieren. Ja, holla. Also wir konnten die Pferde einmal retten, beim zweiten Mal habe ich versagt. Oh, das Spiel ist schon nicht... Also... Das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad. Ich bin nun mal jetzt nicht der schlechteste PC-Gamer. Das ist schon ordentlich. So, ich würde tatsächlich die Truppen vielleicht nochmal verstärken. Ja. Beide Einheiten kombinieren. Ende der Runde. So. So, die haben jetzt nur 2 Gold. Da kann sich keine neue Truppe kaufen. Eigentlich war es das schon. 3 kostet eine Armee. Armee kann er sich nicht leisten. So, 12 gegen 4. Der Norden. Gut, jetzt kommt der Zug. Jetzt müsste auch nochmal das Schiff kommen und uns nochmal Verstärkung bringen eigentlich. Okay, Kohle ist voll. Wobei, voll ist noch nicht. Du bist an der Reihe. So, kaufen. Rekrutieren. Wir rekrutieren. Hallo, ich würde gerne... Genau, hier unten. Es ist ein bisschen komisch, man muss mit der Maus steuern. Also man kann nicht irgendwie über WASD oder mit dem Pfeiltasten steuern, sondern man muss tatsächlich über Maus steuern. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, dann kaufen wir uns nochmal eine Truppe. Setzen die hier hin. So. Einnehmen. Und wir greifen fest. Oh Gott. Bewegen, nachladen, R. Nachladen ist R. Beseitige alle Feinde, um das Fort in Besitz zu nehmen. Die Anzahl der lebendigen Feinde wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Oha. Position der Feinde und Boni werden auf der Minikarte angezeigt. Gott, erober das Fort. Was? Hilfe? Warte mal, Moment. Hä? Wie kann ich schießen? Gar nicht, oder wie? Ah doch. Ach, das sind die Feinde. Ach, das sind die Feinde, oder wie? Ach Gott! Wie spielt das denn? Wie spielt sich denn das?
Wie schlage ich? Erstes Nachladen. Okay. Treffer. Okay. 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 Da ist noch irgendwo einer. Ah, da hinten. Okay. Schieß doch. Eine Munition mehr? Ach, ich hab gar keine Munition mehr, oder was? Ah, hier ist... Ah, Heal. Okay, Heal. Wie schlag ich denn? Mit R? Wie schlag ich denn? Das... Ah, ducken. Rennen. Ah, sprinten, ducken, rennen. Okay. Munition. Kiste. Oh, Munition. Wo kriegt denn Munition her? Ich wüsste halt nichts. Moment, Optionen. Gameplay. Tastatur. Quarz, ja. Toll. Was sind Schlagen? X, Y, Z. Ja, wir finden auch noch Sunny-Pillen. Ich bräuchte... Ich scheitere daran, dass ich nicht weiß, wie man schlägt. Ohne Munition. Bin mir irgendwo... Es muss Munition geben, oder? Sunny? Was ist denn Munition? Da ist Munition. Da hinten. Sieg. Okay, wir müssen unbedingt rausfinden, wie ich schlage. Alter, okay. Krass. Ich hab eigentlich gedacht, ich nehme es einfach so ein. Herzlichen Glückwunsch. Diese verdammt niederträchtigen Südstaatler haben nach 5 Monaten endlich ihre Waffen niedergelegt. Es lebe die Union. Grand, Lincoln und Amerika. Wie, das war die Kampagne, oder was? Nee. Ach, das... Hä? Das war die Kampagne? Erzähl... Ach, das war die Kampagne! Ach, aha! Das wird ein schnelles PP-Gaming angezogen. Das war die komplette Kampagne. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt nur einiges. Okay, cool. Ja. Die Steuerung wäre noch cool gewesen, wenn man die irgendwo erfahren hätte. Hier draufklicken oder sowas wäre ganz cool gewesen. Ja. Es hat Lücken. Was? Nein, 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 nein. Ah doch, ohne Speichern beenden. Ja, möchte ich. Okay. Ich muss mir oben die Steuerung nochmal angucken. Ich würde tatsächlich nochmal eine Kampagne spielen. Es ging jetzt von der Schwierigkeitsgrad her, aber es ist tatsächlich, also holla die Waldfee, da musst du schon einiges beachten, wenn du hier spielen möchtest. Ich glaube, eine Folge hängen wir noch hinten dran. Ich werde am Ende auf jeden Fall auch nochmal das Ganze in der Amiga 500 Version spielen, also in der uralt Version, dann können wir es mal direkt vergleichen. Und an und für sich ein ganz cooles Game, ist jetzt eher so ein Pausenfüller-Game. Wenn es mal irgendwo im Sale ist und unter 10 Euro, würde ich es empfehlen, sonst müssen wir mal gucken, ja.
Ob man es braucht oder nicht. Ich war ein Fan von dem alten tatsächlich. Ich habe es zwar nie gespielt, aber ich habe meinem Bruder immer fleißig dabei zugesehen. Der hat das tatsächlich sehr oft gespielt damals. Da war auch die Auswahl nicht so groß. Würde mich freuen, wenn ihr mir gefällt mir für die Folge da lasst. Wenn ihr abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt bei mir, gerne bei meinen Livestream vorbeischauen. Ciao, ciao. Macht es gut. Bis zum nächsten PP-Game angezockt. Oder irgendeinem anderen Display auf meinem Kanal. Da gibt es zigtausend Stück. Ciao, ciao.